Willkommen zurück und wir haben uns hier endlich den Weg frei gebombt. Ich denke, dass wir nun zu dem finalen Gebiet kommen werden, aber dass das Spiel noch nicht vorbei sein wird. Der Zwillingsstrand also. Ja, das sieht ja wundervoll aus hier. Ja, und wir haben auch wieder eine weitere Karte. Dann schauen wir doch mal, was wir hier sehen. Bisher nicht viel, aber es ist ein Gebiet voller Wasser. Okay, dann versuchen wir mal, die Ufer abzuklappern. Wobei ich hier schon wieder sehe, dass wir ein paar Kristalle finden können. Naja, eigentlich auch gar nicht schlecht. Dann kriegen wir hier schon mal einen besseren Überblick. Ah, okay. Lasst uns da nochmal zu den nächsten Kristallen gehen. Und ja, warum denke ich, dass das hier noch nicht vorbei sein wird in diesem Gebiet? Also ich habe mir schon gedacht, dass das nicht hier jetzt zu Smooshys Freunden uns wieder führen wird. Einfach aus dem einfachen Grund, dass wir die Geheimtür noch nicht öffnen konnten. Wir konnten die Auster auch noch nicht öffnen. Da wurde immer gesagt, wir brauchen noch etwas aus einem anderen Bereich. Daher wird das hier noch nicht fertig sein. Und das sind doch diese Kapibaras, oder? Okay. Was ist los mit euch beiden? Kann es sein, dass die beiden heiraten wollen? Es sieht bei ihm so aus, auf der rechten Seite, als hätte er einen Eimer als Zylinder aufgesetzt. Und ganz links hat sie sich schick gemacht mit einer Seeblüte. Hallo Freunde. Mein Name ist Smooshy. Du weißt genau, was du getan hast. Ja. Wie konntest du nur? Ich weiß echt nicht, wovon ihr redet. Kannst du das glauben? Es ist so peinlich, mit dir verwandt zu sein. Na gut, also, du hast dich vorhin geweigert, mit mir abzuhängen. Weil ich beschäftigt war. Na klar. Du ersetzt mich wahrscheinlich mit jemand Besserem. Ist es etwa dieser kleine Pilz? Was? Nein. Ich weiß ja nicht mal, wer das... Und du hast meine Sandburg zerstört. Ich habe so hart daran gearbeitet. Okay, daran kann ich mich immerhin erinnern. Aber wie gesagt, das war ein Unfall. Und es tut mir wirklich, wirklich leid. Entschuldigung nicht angenommen. Ganz genau. Ja, kommt schon, Leute. Viel Spaß mit deinem neuen Freund. Ich such mir auch jemanden, weil du ja so beschäftigt bist. Und ich baue eine neue Sandburg. Weit weg von dir. Alles okay? Alles gut, ja. Sorry, dass du das mit ansehen musstest. Sie sind einfach sehr empfindlich. Ich kenne das Gefühl. Du hast auch Geschwister? Yep, es gibt sogar 4 von uns. Oh, sind die anderen auch hier? Nicht wirklich. Ich wurde vor kurzem von ihnen getrennt. Was? Das ist ja furchtbar. Ist schon gut. Es war eine lange Reise durch den Wald, aber ich glaube, ich bin fast zu Hause. Wohnst du etwa in der Nähe? Ich glaube schon, ja. Ich wohne auf einer Insel. Ich glaube, hier ganz in der Nähe. Gibt es auf der Insel Bäume? Yep. Große rote. Große rote Bäume? Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Es ist recht weit, aber ich kann dich sicher hinbringen. Wirklich? Das wäre ja fantastisch. Yep. Aber, glaubst du, du könntest mir vorher mit meinem Problem von eben helfen? Du meinst mit deinen Geschwistern? Genau. Ich bin nicht der beste große Bruder, wenn es um sowas geht.
Und naja, du siehst aus, als wärst du gut mit diesem Familiending. Meinst du, du könntest mir helfen? Ja, klar. Wirklich? Meine Geschwister streiten sich auch manchmal. Also weiß ich, glaube ich, was zu tun ist. Wow. Du bist ein echt ziemlich cooler Pilz. Ich verspreche dich danach direkt nach Hause zu bringen. Klingt gut. Sieht aus, als wären sie zu unterschiedlichen Inseln im See abgehauen. Hüpf auf meinen Rücken und wir können nach ihnen suchen. Alles klar. Aber lasst uns erst einmal hier uns direkt umschauen, ob wir hier noch etwas finden können auf dieser kleinen Insel. Aber ja, das bestätigt mich ja in meiner Annahme. Wir werden hier noch ein bisschen was zu tun haben und noch nicht sofort zu Smooshies, nicht etwa Freundin, sondern Geschwisterchen kommen. Na cool. Dann würde ich sagen, wir schauen uns hier ein wenig um. Und je nachdem, wenn wir hier schon etwas finden, womit wir weiterkommen können. Also ich würde ja auch gerne, das habe ich ja im letzten Part schon angedeutet, eigentlich schon so ziemlich alle Geheimnisse hier herausfinden wollen. Weil ich finde, das Spiel ist süß, es verdient ein bisschen mehr Beachtung. Und daher werde ich mich auch auf die Suche nach den einzelnen Skins machen. Weil ich glaube, ja, Some Humble Onion hat sich da enorm viel Mühe gegeben, da auch mit viel Liebe und viel Details ein paar Sachen einzuarbeiten. So. Jetzt bin ich hier ganz oben und hier ist nichts. Ernsthaft? Ich hätte erwartet, dass wir hier irgendwie ein Geheimnis finden. Aber nein. Na gut, dann gucken wir mal, dass das Capybara uns auf eine andere Insel bringt. Ich soll auf seinen Rücken hüpfen und ich habe ihm leider gerade meine Haken in die Nase gestopft. Aber alles gut. Los geht's! Drücke Left Shift zum Beschleunigen und drücke die R-Taste, glaube ich, um rückwärts zu fahren. Ja, cool. Okay. Ja, schön. Ich habe fast befürchtet, dass er uns einfach von einer Insel zur nächsten katapultieren würde. Aber nein, wir können ihn wirklich als ein Gefährt benutzen und damit in Ruhe selbst alles nochmal erkunden. Ja. Absteigen geht mit der Taste E, da müssen wir uns wohl aber in der Nähe von einem Steg befinden. Bin gleich wieder da. Ja gut, das war ja jetzt die Anfangsinsel. Wir gucken uns das hier mal richtig an. Was haben wir denn hier? Eine sehr kleine Insel, und zwar Tauchers Reich. Eine kleine Steinstatue. Und da ist auch eine Auster. Soll ich hier vielleicht irgendwas hinlegen? Womöglich schon. Und da kann uns sicher der Titel- oder namensgebende Taucher bald helfen. Aber erst einmal gucken wir uns den Baum an. Denn da sind wieder ein paar Kristalle zu sehen und oben können wir sogar noch ein ganzes Erz abbauen, wenn ich nicht sofort wieder runterfalle. Ein bisschen schwierig dahin zu landen, aber vielleicht muss ich das auch mehr als eine Plattform hier begreifen. Irgendwie will ich immer nicht auf diese Baumkronen springen, weil ich denke, Smooshy müsste da runterfallen. Ist aber nicht der Fall. Smooshy ist ein Leichtgewicht. Und daher passt das schon. Gut, aber hier haben wir eine Figur. Hey, irgendwas Cooles im Wasser gefunden heute? Also unter Wasser meinst du? Ja klar, Mann. Wunderschöner Tag zum Tauchen. Ja. Aber ich kann unter Wasser nicht wirklich atmen, weißt du? Deswegen war ich nie da unten. Was? Dude, natürlich kannst du unter Wasser atmen. Das kann doch jeder. Wirklich? Ja klar, Dude.
alles, was du brauchst, ist Wasseressenz. Klingt, als hättest du keine, oder? Noch nie davon gehört. Was ist denn das? Dude, das ist das Coolste überhaupt. Du nimmst es, plopst es in einen unserer Schreine und bada bing, bada bum, der Geist des Waldes lässt dich unter Wasser atmen. Wow, klingt ja ziemlich magisch. Absolut, Dude. Der Geist des Windes ist super magisch, Dude. Ich habe etwas Wasseressenz, die du haben kannst. Normalerweise bringe ich kleinen Leuten wie dir Schwimmen und Tauchen bei. Aber wenn du nur die Wasseressenz brauchst, dann kannst du sie gerne für, sagen wir, 20 grüne Kristalle haben. Haben wir ein Dealio? Na Clario. Yeah. Gute Wahl, kleiner Dude. Du hast eine Wasseressenz gefunden. Damit kann ich unter Wasser tauchen? Dann bin ich ja ein Wasserpilz. Also, das lässt mich unter Wasser atmen. Auf jeden Fall, Dude. Du musst nur einen unserer Schreine benutzen und der Geist des Waldes macht den Rest. Wie nett vom Wald. Der Wald ist der coolste Typ überhaupt. Und hey, wenn du dich entscheidest, unseren Schrein zu benutzen, solltest du auf jeden Fall nochmal mit mir sprechen. Ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Ich nehme an, das da ist der Schrein, oder? Dann würde ich gleich mal mit ihm reden. Und vergiss nicht, die Wasseressenz an einem unserer Schreine zu benutzen. Das gibt dir mega Kräfte, mein Dude. Das ist ja gar kein Schrein. Ach, der dann. Ja klar. Das bedeutet, die Auster aus dem einen Wald davor war für diesen Wasseressenzschrein gedacht. Dann kommen wir damit womöglich zu einem weiteren Verstärker, aber alles zu seiner Zeit. Dude, du hast den Schrein benutzt. Yep. Ich wurde ganz schön nass gespritzt. Ja, das kann er gut. Aber hey, ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Musst ein guter Taucher dafür sein. Willst du es probieren? Ja, klar. Ja. Gib mir eine Sekunde zum Vorbereiten. Na gut, mein Dude. Alles ist bereit. Ich bin so aufgeregt, das endlich mal zu machen. Was denn genau ist bereit? Also, hier ist der Dealio. Ich habe 3 rote Steine unter Wasser versteckt. Die musst du finden und in diesen Kreis bringen. Klingt ziemlich einfach. Aber du hast ein Zeitlimit. Ich nehme zurück. Sobald der Timer abläuft, heißt das Game Over. Aber jedes Mal, wenn du mir einen roten Stein bringst, gebe ich dir 25 Sekunden zurück. Das klingt zumindest ganz gut. Oh, achte auf schwebende Kugeln im Wasser. Ich habe die roten Steine in der Nähe versteckt, um dir zu helfen. Okay. Bereit? Na dann los, Dude, los. Okay, wir haben 33 Sekunden am Anfang. Left Shift umzutauchen, Space um, ja, weiter. Ah, ich hab's überlesen, sorry. Ich weiß jetzt nicht, worum es geht. Und ich glaube, ach so, um wieder aufzutauchen. Ich glaube, ich habe den ersten gefunden hier, oder? Nee, das ist gar kein Stein. Ja, gut. Das ist schlecht. Da ist einer. Aber das ist schon zu spät. Da bin ich viel zu langsam gewesen. Guter Versuch, mein Dude. Das war ganz schön hart. Hab dir doch gesagt, du musst ein guter Taucher sein. Aber du kannst es definitiv schaffen. Willst du es nochmal versuchen? Ja. Nein, danke. Nicht nochmal die Regeln erklären. Cool, weil ich sie auch nicht mehr so richtig weiß. Warte, was? Los, Dude, los. Ja. Wir gehen hier mal schnell runter. Das dürfte nicht so schwierig sein, wenn wir uns halbwegs mal erinnern können. Also ich, der erste Stein, Leertaste, um wieder aufzutauchen, schnell dahin. Sprinten am besten. Und wir haben wieder 25 Sekunden bekommen.
So, wo ist der nächste? Da ist wieder so ein Ding. Ich sehe den Stein. Ich frage mich jetzt halt, ob die immer gleich versteckt werden, aber ist auch egal, denn ich habe schon gesehen, wo der dritte wäre. So. Also so in etwa. Oh nein, ich habe es wieder vergessen, oder? Nee, da war er. Ich glaube, die sind wirklich manchmal woanders versteckt. Oder es gibt mehrere. Das kann auch sein. Dude, du hast es geschafft. Du warst wie ein Fisch da draußen. Wirklich? Ja, halb Fisch, halb Pilz. Quasi ein Filz. Nee, warte, das klingt nicht richtig. Aber ernsthaft, gut gemacht da draußen. Du bist der Erste, der meine Challenge geschafft hat. Hier ist eine kleine Belohnung für den Sieg. Du hast einen Clavaria-Verstärker gefunden. Diese Blautöne geben mir ein Gefühl von Stimmung. Danke. Dafür nicht. Okay, cool. Dann gucken wir uns den gleich mal an. Ich frage mich, ob ich mit diesen Spindeln Dinge aufspüren kann. Und wie siehst du aus, Smooshy? Ja, gut. Bad Spore Day oder was? Naja. Und was geht, mein Dude? Nicht viel. Ich war ein bisschen gestresst vorher, aber heute fühle ich mich besser. Das höre ich gern. Manchmal habe ich hier Leute, die super gestresst sind. Ich versuche ihnen Schwimmen beizubringen, aber sie machen sich selbst einfach zu viel Druck. Ich sag, du willst lernen, in diesen Wassern zu schwimmen? Dann musst du das Wasser werden. Bleib ruhig, gelassen und klar. So wie das Wasser. Das bringt immer alle runter, wenn ich es so sage. Guter Tipp. Du weißt, wie ich bin, Dude. Okay, das war es also auch schon. Manchmal machen die ja doch gerne verschiedene Zusatzherausforderungen, wie wir gelernt haben. Kann ich mit dir etwas anstellen? Nö. Du bist einfach nur sehr, sehr geschillt. Schön. Gut, dann gucken wir uns endlich mal unter Wasser um. Und das bedeutet, wir können echt noch einiges in den vorherigen Wäldern nachforschen. Weil da waren auch einige kleine Seen und Teiche. Da können wir mal hin und her gehen und gucken. In einem Part, dass wir uns einfach nochmal umsehen. Das werden wir auch unternehmen. Also so oder so habe ich vor, Smooshy Come Home doch zu 100% zu spielen, was die Geheimnisse angeht. Mal gucken, wie gut mir das gelingt. Also nicht unbedingt sowas wie alle Achievements oder alle Errungenschaften, weil da ist zum Beispiel eine dabei, die einfach nur heißt, sammle 400 Kristalle, glaube ich, ein. Irgendwie sowas habe ich da gesehen. Aber mir geht es darum, alle Story- und Raumrelevanten Geheimnisse, eben alle Kleinigkeiten, Details von den Landschaften, Gebieten zu erkunden. Okay, also hier scheint nichts mehr zu sein. Auch interessant, dass die Windringe trotzdem bleiben. Und ich frage mich mittlerweile, ob der Geist des Waldes und des Windes dann dieselben sind oder nicht. Weil das war auch ein bisschen irritierend an seiner Beschreibung für die Challenge. Aber wurscht. So. Dann gehen wir mal zu der nächsten kleinen Insel. Da sind nämlich auch nochmal einige. Ach so, das heißt aber, ich kann die Windessenz nicht überall, die Wasseressenz nicht einfach überall benutzen, sondern nur, wenn da ein Schrein in der Nähe ist. Ja gut. Was so? Was machst du denn hier? Hör zu. Ich wollte nur reden. Will ich nicht hören, aber nee, danke. Bam. Hau endlich ab. Wie kommt es denn, dass du so sauer auf deinen Bruder bist? Ich wollte nur mit ihm abhängen. Die Sonne genießen.
vielleicht ein Picknick machen. Ich hatte den ganzen Tag durchgeplant. Aber was ist denn passiert? Er hat gesagt, er wäre zu beschäftigt. Kannst du das fassen? Naja, jetzt ist er doch hier. Vielleicht könntet ihr noch das Picknick machen? Ja. Nö. Zu spät. Chance verpasst. Ich habe einen neuen Freund, der viel cooler ist und schlauer und der mit mir rumhängen will. Und wo ist dieser Freund? Hast du ihn gegessen? Ich habe ihn nicht gegessen. Wir wollten ein Picknick machen. Also ist er los, um etwas zu essen in der geheimen Höhle zu suchen. Aber er ist immer noch nicht zurück. Es gibt eine geheime Höhle hier? Ja, ziemlich sicher. Scheinbar ist sie unter Wasser versteckt. Mein Freund kann tauchen, also ist er los, um danach zu suchen. Aber ich habe ihn nicht mehr gesehen, seitdem er ins Wasser ist. Das ist beunruhigend. Und ich habe nicht mal was zu essen für mein eigenes Picknick. Das ist ein Albtraum. Jetzt raste nicht aus. Beruhigt euch bitte. Ich habe einen Plan. Was meinst du? Ich werde nach deinem verlorenen Freund in dieser Unterwasserhöhle suchen. Und du besorgst etwas zu essen. Für das Picknick mit deinem Bruder. Oh. Ja, das klingt ja gar nicht so schlecht. Ihr wollt mir wirklich helfen? Yep. Ich finde deinen Freund. Und ich besorg was zu essen. Und dann machen wir alle zusammen ein Picknick? Yep. Okay. Das ist ein super Plan. Ja, warum nicht? Dann gucken wir mal. Wir haben hier auf jeden Fall wieder einen Schrein. Aber gibt es noch etwas anderes? Also sehr, sehr ominös hier gerade, diese hohe Plattform da oben. Und scheinbar in diesem Gebiet, das sich versteckter Lotus nennt, können wir auch ein paar, ja, Kristalle in den Blüten selber finden, die hier so herumstehen. Dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir nämlich noch etwas anderes, außer nur Blüten und Kristalle. Womöglich einen ersten Hinweis, wo diese Höhle sein soll, außer unter Wasser. Das ist nämlich ein bisschen unspezifisch, dieser Tipp. Aber gut. Womöglich ist es ja auch wirklich einfach nur hier in der Nähe. Daher brauchen wir gar nicht so weit suchen. Ich meine, wir haben den Wasserschrein gleich da. Das passt schon. Nee, ich sehe hier auch nichts weiter. Dann gehen wir mal wieder auf Tauchstation und sehen 4 Krimskrams. Ja, hier sieht das so aus, als könnte direkt dahinter eine Höhle sein. Aber da kommen wir nicht von hier rein. Und warum sind die Windringe hier überall? Sieht aus, als fehlte irgendwas. Da werden wir schon noch etwas finden, denke ich. So. Hier ist eine Ecke und da befindet sich ein komischer Gegenstand. Er leuchtet wundervoll. Also bringen wir ihn dorthin, wo wohl etwas fehlt. Womöglich wird die Höhle, die geheime, schon damit geöffnet. Neue Pilzart entdeckt. Zartirella aquatica. Du dachtest also, Fische wären die einzigen Kiemträger, die im Wasser vorkommen? Dann denk nochmal darüber nach. Zartirella aquatica ist ein aquatischer Kiemenpilz und der einzige bekannte überhaupt. Wissenschaftler sind hinsichtlich dieser Art ziemlich ratlos. Normalerweise vermehren sich Pilze über Sporen, die vom Wind freigesetzt und getragen werden. Wie würden also Sporen dieser Art flussaufwärts transportiert werden? Die Antwort bleibt bis heute ein Rätsel. Ich glaube es nicht. Ein Wasserpilz? Wie macht er das? Und warum macht er das? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment werde ich ihn nur anstarren und bewundern.
Ja, das Modell sieht auch mal wieder unglaublich schick aus. Aber wir müssen weiter nach der Höhle suchen. Okay. Das hat also nichts damit zu tun gehabt. Ist aber halb so wild. Es ist natürlich auch schön, wenn wir unseren Pilzkatalog hier ein bisschen erweitern können. Finde ich auch generell cool, dass wir hier wirklich viel über Pilze lernen. So eine kleine Mini-Bildungseinlage ist ja doch immer was Nettes, finde ich. Weil gerade über solche Gebiete weiß ich, wenn ich ehrlich bin, zu wenig. Da habe ich mich vielleicht in dem Grundschulalter für interessiert, für Pilze und Pflanzen und so. Aber seitdem ist das ganz schön wenig geworden. Ja, da sind die Pilze nochmal. Aber womöglich muss ich alle diese besonderen Statuen damit ausstatten. Und dann wird sich die geheime Höhle zeigen. Das wäre meine Vermutung, Stand jetzt. Ja, eine weitere ist nämlich noch da. Upsi. Na, wo könnte sie versteckt sein? Eine Spore brauchen wir noch. Na, hier, oder? Ja, klar. Nee, noch nicht. Ist nur wieder ein weiterer lila Kristall. Das kann ich ja gar nicht glauben. Wo ist das denn jetzt? Ah, da oben. Da war noch ein weiterer Gang. Ja, gut. Einfach mal aufpassen und sich um 180 Grad drehen und aufpassen, um zu sehen, ob da nicht doch noch etwas ist. Aufpassen, aufpassen, aufpassen ist das Motto der Stunde. Wundervoll, die geheime Höhle hat sich uns offenbart. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir da heute nochmal rein und finden diesen Freund. Unsere Stirnlampe kommt erneut zum Einsatz. Und das ist interessant. Also wir können hier zum Beispiel nicht einfach tauchen. Also geht das wirklich nur, wenn man vorher so einen Schrein aktiviert hat. Und damit erübrigt sich das auch größtenteils mit dem Teiche erkunden in anderen Gebieten. Dennoch, wir werden uns da noch ordentlich umschauen. Das kann ich jetzt schon versprechen. Okay, wieder hochkraxeln, wie es scheint. Aber vielleicht ein Tick schlauer, als ich das bisher tue. So. Ah, hier kann man in das Rohr selber hinein. Aber es gäbe zwei Optionen. Versteckt sich hier noch etwas? Ja, nee. War wirklich nur eine Sackgasse. Bisschen gemein. Ich habe gehofft, dass man hier noch was finden könnte, aber nö. Wartet mal, auch hier sind es wieder verschiedene Gänge, sehe ich gerade. Ich habe halt immer Sorge, dass ich dann aber schon zu früh den wichtigen Weg weitergehe und womöglich nicht alle kleinen Geheimnisse finde. Aber man muss ja das auch erstmal erkennen, dass das womöglich nicht der Hauptweg jeweils ist. Und das fällt mir schwer. Aber hier kommen wir auch gar nicht durch. Von dort kamen wir und hier war nichts weiter, ne? Ah ne, von hier kamen wir. Dann sind wir da runtergegangen. Okay. Oh nein, das ist ja noch verwinkelter, als ich dachte.
brauche ein System und ich habe noch keins. Hier ist mal wieder ein Hinweis. Pilze, Smileys, Ausrufezeichen, Pflanzen und irgendwas anderes. Oh, eine Melodie also. Einmal die nach unten. Ich verstehe noch nicht so ganz, was hier gemeint ist. Ich verstehe es noch nicht. Ich gehe hier erstmal weg und gehe noch in die weiteren Rohrteile rein. Ey, das sind so viele verschiedene Gänge. Ich glaube, diese Höhle schaffen wir nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Da ist ein Feuerchen. Was zum Pilz? Bist du ein Engel? Hier, um mich zu retten? Nein, ich bin nur ein Pilz. Aber ich bin gekommen, um nach dir zu suchen, ja. Steckst du etwa fest? Ja! Bitte, rette mich! Es nervt hier unten. Was ist denn passiert? Naja, ich habe nur die Umgebung erkundet. Und ich sah den Ausgang hinter diesem Graben. Aber als ich darüber sprang, naja, meine Kletterhaken sind eben kaputt gegangen. Es ist tragisch. Oha, beruhige dich, okay? Ich bin hier, um zu helfen. Ich muss nur einen Weg finden, um dich hochzuziehen. Es muss hier doch etwas geben, was du benutzen kannst. Bitte, beeile dich. Ich verliere meinen Verstand hier unten. Wie lange steckst du denn hier schon fest? Ungefähr 20 Minuten. Bleib einfach ruhig sitzen. Ich schau mal, ob ich ein Seil finde, mit dem ich dich hier rausholen kann. Jo, das werden wir tun, aber ich würde vorschlagen, erst beim nächsten Mal, damit dieser Part keine enorme Überlänge hat und wir uns in Ruhe darauf fokussieren können, den Freund des Kapibaras rauszuholen. Außerdem sind hier noch ein paar kniffligere Rätsel dabei als sonst. Also dann, bis zum nächsten Mal.